Aloha, ich grüße euch. Ich habe ein Mini XXS Action Haul für euch. Und zwar gibt es neu diese Miniaturen Sets. Ich habe mich für die Birthday Party entschieden. Und wenn ihr wissen wollt, was da drin ist, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's weiter. Diese Sets hat Action neu. Es gibt, also ich habe drei verschiedene gesehen. Ich habe mich für dieses hier entschieden, weil die sind nicht günstig. Die kosten 9,95 €. Es gibt, wie gesagt, drei, das habe ich. Und ich blende euch jetzt mal die beiden anderen ein. So, die sind auch schön, aber für 10 € überlegt man sich dreimal, ob man alle Sets mitnimmt. Ich wollte jetzt erstmal gucken, das gefiel mir besonders gut. Ich denke, ich werde das nicht so nutzen, obwohl es sehr hübsch ist. Also das entscheide ich kurzfristig. Erstmal gucken, wie so die Qualität ist, was da alles drin ist. Sonst nutze ich das vielleicht für die Häuser, die ich ja baue. Da gibt es ja ein Video von, verlinke ich euch mal. Ich zeige euch hier mal eins, ja, dieses Weihnachtshaus, wo man Sachen reintun kann. Da habe ich ja mehrere von gewerkelt. Das kann man natürlich auch nicht nur für Weihnachten, sondern auch für alle anderen Gelegenheiten. Und dass man da vielleicht Sachen vorne hin tut oder mal gucken. Also wir gucken uns jetzt erstmal dieses Set an. Das ist von Crafts and Co. Birthday Party. Da ist Leim drin. Und hier ist sogar ein LED-Licht drin. Hier unten seht ihr das Licht, also es leuchtet auch. Ich gucke es mir erstmal an. Geschenke, hier steht nichts drauf. Gucken wir mal hinten. Das sieht von hinten so aus. Da steht drauf: Mit diesem Crafts Co. Heimwerker Miniatur Birthday Party. Set fehlt da wahrscheinlich. Sind Sie bestens gerüstet für viele Stunden Spaß? Folgen Sie einfach der Anleitung oder fügen Sie Ihre eigene Note hinzu. Das Endergebnis wird alle zum Staunen bringen. Hauptmaterial Holz, Stoff, Pappe. Batterie ist nicht inkludiert. Tipp: Verwenden Sie ein Bastelmesser, eine Schneidematte und eine Pinzette, um den Zusammenbau zu erleichtern. Nicht inkludiert. Warnungen, Ersteckungsgefahr, kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Und jetzt machen wir das mal auf. Ich habe das schon aufgeschnitten. Ich habe aber, nee, aber nur da unten, nicht an der Seite. Also ich habe noch nicht reingeguckt. Das machen wir jetzt gemeinsam. Und Spannung steigt. So sieht's aus. Dann haben wir hier einmal die Beschreibung, Bedienungsanleitung. Oh, das ist sehr klein. Sehr, sehr klein. Hier sind die ganzen Teile. Und halt, wie man das zusammenbauen soll, wenn man es denn so macht, wie es hier beschrieben ist. Das sieht richtig cool aus. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hier ist noch mal, sind die Fotos. So, das ist das. Dann nehmen wir das hier mal raus. Das sind Bögen Papier. Das ist wahrscheinlich dann der Boden als Parkett. Das sind die Fähnchen, die wahrscheinlich hier oben sind. Und hier haben wir Herzen. Okay, das ist natürlich sehr, sehr fummelig. Das ist wahrscheinlich so eine Box, die man zusammenbauen muss. Ach, und hier haben wir die kleinen Geschenkboxen. Das Papier ist natürlich nicht sehr dick. Ich würde schätzen 120 höchstens. So. Und hier haben wir dann diesen Banner. Der ist ja hier da hinten dran. Das war das. So. Dann haben wir hier ein Stoffpaket.
Aber verschiedene Bänder drin. So ein bisschen Füllwatte. Hoch. Und Tüll. Guckt mal, wie niedlich. Tüll. Und türkiser Stoff. Rosa Stoff. Und noch mal ein bisschen Tüll. Wieder ordentlich da rein. So, das war das. Dann haben wir hier auch noch klein Zeug. Uiuiui. Also hier ist so ein Stück Acetat. Dann haben wir hier Silberfolie. Also Gold-Silberfolie. Hier so ein Stück Wellenpapier, wenn ihr das sehen könnt. Und hier sind auch noch ganz viele verschiedene Sachen. Das hier ist von der Lampe. Guck mal, da ist die Lampe. Tun wir alles wieder rein. Dann hier so ein Stück Schnur, kleine Perlen, hier sind so Blütenteile, wie heißen sie, Blütendings, ich weiß es nicht. Dann haben wir hier ein Stück, das ist Draht, keine Ahnung wofür, wird wohl seinen Sinn haben. Was ist das? Das wird auch irgendwas, da ist ein Holzteil. Man, das soll ein Blumentopf sein. Und hier noch Filzkügelchen, Perlen, eine Perlenkappe, eine große. Ups. Noch kleine. Ihr seht ja, was hier, ne? Das im Detail jetzt zu zeigen. Moment, ich mach mal. So Sachen sind dabei. Also ich denke, was die da schreiben für Stunden, wird wahrscheinlich so sein. Da werde ich die Brille für brauchen. Ich bin total gespannt, aber mir gefiel es total gut. So, alles wieder rein. Aber wie gesagt, es kann sein, dass ich es komplett zweckentfremde. Und hier ein Tütchen, damit die Feuchtigkeit draußen bleibt. Dann haben wir hier, das ist einmal weißes Pigment. Dann ist das der Leim und ein Pinsel. So, und dann kommen hier die Holzplatten. Die können wir mal aufschneiden und mal rausholen. Ich nehme an, das ist die Bodenplatte. Ja. Die wird so kommen. Bodenplatte. Aber hier noch eine Platte. Also, das geht raus. Das sind hier die Fenster. Okay. Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen, was das ist. Lass ich gucken. Hier haben wir noch mal Fenster. Das, keine Ahnung. Also das muss man noch weiß anstreichen alles. Deswegen wahrscheinlich das Pigment. Ich denke mal, das wird kein White Pigment. Das ist Farbe. Das ist wahrscheinlich Acrylfarbe. So. Und dann haben wir hier auch noch verschiedene Sachen. Ich denke mal, zum Beispiel das hier. Hier ist ja so ein kleiner Ständer, dass das ist. Und man muss ja irgendwie diese Regale auch machen, dass das auch mit den Regalen ist. Die Geschenke haben wir ja gesehen, die werden aus Papier gemacht. Dann haben wir hier, ihr seht das gar nicht richtig. Ne? Moment. So.
Hier sieht man es, glaube ich, besser. Ne, die Geschenke werden ja aus Papier gemacht. Dann haben wir hier die Kissen. Dafür ist wahrscheinlich die Füllwatte. Und hier sind die Herzen. Ne, das werden so kleine Döschen. Ah, hier ist auch der Holzständer. Das ist so ein Bilderrahmen. Dann haben wir hier noch was. Also es wird Fummelei sein. Ich bin total gespannt. Ich kann es noch nicht sagen, ob es... Was ich jetzt so sehe, würde ich sagen, sehr teuer für 9,95 Euro. Und ich frage mich, wo ist dieses LED-Light? Das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht verstanden. Aber da sind doch gar keine Kabel bei, oder waren da Kabel bei? Also hier ist auf jeden Fall alles genau beschrieben, wie man was macht. Und ich suche gerade. Okay, dann müssten hierbei. Das sind hier. Ah ja, hier. Da ist das Licht. Hatte ich euch das gar nicht. Nee, das hatte ich nicht gezeigt. Ne? Hier kommen Batterien rein und hiermit kann man dann das elektrische Licht machen. Die Batterien waren ja nicht da. Ja, also auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, 9 Euro, also 10 Euro ist aber auch mehr als genug dafür. Man hat ja noch genug Fummelarbeit. Ich habe natürlich keine Ahnung, was sowas sonst kostet. Also überhaupt kein Vergleich, gar keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich werde einiges davon werkeln. Ich werde das soweit ja, einzeln zusammenbauen, wie zum Beispiel auch hier diese Regalsachen. Finde ich ganz witzig. Und wirklich wahrscheinlich zweckentfremden. Hier sind nochmal die Regale. Hier der Tisch und hier dieses Regal. Das ist schon echt niedlich. Ah ja, hier sind die. Da sind die Regale. Die baut man dann auch aus Holz zusammen. Ja, ich bin gespannt. Ich werde es euch zeigen. Ich muss es ja erstmal annehmen. Man baut es erst zusammen, dann streicht man es an. Ach, hier, das auch. Hier, da seht man, seht ihr, wofür die Holzsachen gut sind. Dass der Tisch ist aus Holz, dieses Regal aus Holz. Ja, dieses, dieser Ständer auch. Und diese Boxen halt auch. Ja, ich denke, gemeinschaftlich machen ist, wird wahrscheinlich nichts, weil ich muss es ja dann anstreichen, dann muss es trocknen. Ne, hier seht ihr ungefähr. Ja, ich freue mich drauf. Wenn es mir richtig gut gefällt und ich das auch richtig schön nutzen kann, egal für welche Zwecke, ob ich es nutze, wie es halt vorgesehen ist oder anders, werde ich mir vielleicht das ein oder andere Set davon noch kaufen. Dieses Set mit diesem Glashaus hat mich auch sehr interessiert. Da waren sehr viele Pflanzen bei. Und das könnte man natürlich super für die Häuser nehmen, ne? Und davor dekorieren. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie findet ihr das Set? Findet ihr es okay? Habt ihr schon mal so ähnliche Sets gehabt? Weil ich bin mit diesen DIY-Sachen ja eher kein Liebhaber davon. Ich kaufe ja auch diese ganzen Szenen, die es zu Weihnachten gibt. Das gefällt mir einfach nicht. Das ein oder andere Teil ist da ganz süß, aber im Großen und Ganzen ist das nicht so meins. Aber wie gesagt, das fand ich richtig niedlich. Ne, allein hier so wegen der Regale und das gefällt mir gut. Man kann es sich auch so zusammenbauen und dann muss ja nicht die ganzen Kleinigkeiten hinstellen. Auch denke ich, dass diese Geschenkkisten vielleicht vom Papier her nicht so Haltbarkeit haben, aber die könnte man sich ja nachbauen aus richtigem Cardstock und dann halt, wenn einer Geburtstag hat, auf den Geburtstagstisch stellen. Ne? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja, würde ich gerne mal wissen, ob ihr es schon gekauft habt, was ihr dazu sagt, wie ihr das findet. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, wir sehen uns. Bleibt gesund. Schaltet wieder ein. Abonniert meinen Kanal. Drückt die Glocke. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.